Liebe Geschwister, im Namen des ACCH lade ich euch alle ganz herzlich ein zu einer Konferenz am Samstag, den 27. August 2022 in Oberursel bei Frankfurt am Main. Das Thema dieser Konferenz lautet Kirchen in der Corona-Krise, Rückblick und Ausblick. Weitere detaillierte Infos erhaltet ihr auf unserer Website acch.info. Ebenfalls möchte ich euch im Namen des ACCH zu unserem 5. Gebetstag am Sonntag, den 29. Mai 2022, einladen. In einer Liedstrophe des wunderbaren Liedes Beter sind Wundervollbringer heißt es wie folgt. Toben auch teuflische Kräfte, kennst du den nächtlichen Schrei? Beter tun Siegesgeschäfte, beten den Tag herbei. Das haben wir immer wieder erlebt in den letzten Monaten an diesen Gebetstagen. Dieser Gebetstag hat vielen Christen eine sehr große Hilfe zukommen lassen. Und weil wir noch längst nicht aus dem Vorhaben der Corona-Politik raus sind, werden diese Gebetstage auch zukünftig eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie einige Pastoren, Älteste und Hirten sich gegenüber den Geschwistern äußern, die nach wie vor unter der einrichtungsbezogenen Impfpflicht leiden, ist tragisch und ein Armutszeugnis. An diesem Gebetstag leuchtet eine Bibelstelle besonders hervor. Die steht im 5. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 7. Und da steht, da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend. Und unsere Mühsal und unseren Druck. Unser Gott nimmt Anteil an unserem Leid. Das haben wir auch immer wieder erfahren. Wir haben erfahren durch E-Mails und persönliche Gespräche, dass Geschwistern geholfen wurde. Durch diesen Gebetstag. Und wir wollen unseren Herrn Jesus Christus danken für all die Gebetserhörungen einzelner Schicksale. So wie Israel in Ägypten unter größten Nöten litt, so leiden durch die Corona-Maßnahmen sehr viele Christen, besonders auch die, die immer noch unter der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stehen. Es droht nicht nur der Verlust der Arbeit, sondern die damit verbundenen Folgen. Es ist nicht nur so, wie es einige kommentieren, dann sollen sie sich doch einen anderen Job suchen. Auch diese Aussage ist eigentlich nur beschämend. Das sind Menschen, die mit Leidenschaft in medizinischen Bereichen unterwegs sind, die sich von Nacht zu Nacht in den Schlaf weinend verkriechen und die nicht mehr weiter können und die mit einer großen Not zu kämpfen haben, nicht nur den Arbeitsplatz zu verlieren, sondern das Gefühl haben, nicht mehr in ihrer Berufung leben zu können. Und gerade für diese Geschwister wollen wir beten. Wir wollen beten, dass auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, ja, dass sie aufgehoben wird. Unser Gott kann es. Er kann Mächtiges tun und daran wollen wir glauben. Ein weiteres Gebetsanliegen ist, dass wir für die ethische Lage in Deutschland beten. Wenn wir sehen, was politisch gewollt ist, moralisch und ethisch, dann geht es den Bach runter. Es gruselt einen, wenn man sieht, wie man pädagogisch schon früh in Kita-Einrichtungen und in den Schuleinrichtungen, im Bildungssystem die neue Ideologie verankern möchte. Wir können da nur beten, dass der Herr sich erbarmt, auch über unsere zukünftige Generation. Wir möchten außerdem beten, dass durch diese Not, die momentan immer noch da ist, dass Christen sich nicht verkriechen, sondern dass sie diese Chance nutzen, gerade jetzt die frohe Botschaft des Evangeliums in die Welt zu tragen. Und natürlich möchten wir auch bitten, dass der Herr sich erbarmt über den Ukraine-Krieg und Gnade schenkt, dass er endlich beendet wird. Geschwister, mir liegt eine Sache besonders auf dem Herzen, und das ist die, dass es so viele Gemeindeleiter gibt,
die zu diesem Thema so gut wie gar nichts sagen und die Dinge von sich äußern und von sich geben, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Wie man nach dieser längeren Zeit, nach gut 2 Jahren Corona, immer noch der Meinung ist, dass Leute, die zu Recht dort Einwände erheben, Querdenker sind, Verschwörer, ist mir ein Rätsel. Ich möchte den Herrn und wir möchten den Herrn bitten, dass er sich erbarmt über diese Einstellung, dass Menschen Buße tun und sie erkennen, wo sie wirklich stehen. Ich möchte mit einem Zitat enden. Das Gebet ersetzt zwar keine Tat, es ist aber eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete Gebetszeit. Bleibt behütet. Gott segne euch.